aus dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Ingolf Lück. Live-Musik kommt von Elira. Und hier ist der Nobelpreisträger für die beste Moderation 2020. Hier ist Pierre M. Krause. Sehr, sehr freundlich und damit guten Abend, liebe Mitmenschen, und herzlich willkommen zu einer Show, in der nicht nur Prominente wie gleich Ingolf Lück zu Wort kommen, sondern auch interessante Menschen wie du und ich mit interessanten Geschichten. Und dafür habe ich ein spezielles, an die Corona-Situation angepasstes Format entwickelt. Nach dem großen Erfolg von Drive-In-Bühnen während Corona gibt es nun eine weitere Folge meiner spontanen Drive-In-Talkshow. Dieses Mal aus dem Sendegebiet vor dem Technikmuseum in Speyer, und passend dazu reisen wir in die Vergangenheit. Und wir versetzen uns dabei gleich nochmal in den Sommer, in dem ich die brillante Idee hatte, an einem Tag mit einer Außentemperatur von 40 Grad Celsius in einem schwarzen Auto zu drehen. Fest steht mal wieder, der einzige Idiot in dem folgenden Film bin ich. Hallöchen. Hallo. Ja, ich komme aus der Vergangenheit. Wie man sieht. Ja. Lieferung für Herrn Krause. Oh! Hallo. Das ist ein Erwachsenen-Ketka. Ein Brezel-Diadem. Ja. Oh Gott, es ist wahnsinnig heiß hier drin. Hallöchen. Hallo. Das ist aber ein sehr, sehr schönes Auto. Dankeschön. Benzin, laut, schön. Schönes Auto. Danke. Sehr schön. Schön. Ein schönes Auto. Wenn man einen schlechten Tag hat, weiß man, okay, gegen schlechte Laune, schönes Auto. Schön Gas geben, ist ein Sportwagen. Schönes Auto, Ole. Hi, ja. Schönes Auto. Der läuft schon ganz schön. Schön? Ja. Schön, wenn man für irgendwas so eine Leidenschaft entwickeln kann. Das ist mein Traumwagen. 2017 habe ich das erste Mal ihn gesehen. Ja. Und dann stand er ganz bescheiden am Rand. Dann habe ich gesagt, und genau das ist er. Und jetzt ist es endlich deiner. Ja. Hast du auch eine Frau? Hallöchen! Hallöchen! Wo kommen Sie her? Ich komme aus der Vergangenheit, wie man sieht. Ja. Darf ich fragen, wer Sie sind und ob Sie gleich abgeholt werden? Im 21. Jahrhundert bin ich die Angela Pfenninger. Angenehm, Pierre. Freut mich. Du kommst du aus der Vergangenheit? Ja. Okay. Und bist du jetzt wirklich mit einer Zeitmaschine aus dem Jahr 1830 in die Jetztzeit, also für dich die Zukunft, gereist? Ich habe die Sachen, weil ich Museumstheater mache. Das ist tatsächlich die Mode des Biedermeier der 1830er Jahre. Da wäre ich eine Bürgersfrau gewesen, ja, die bei dem Festzug mitgelaufen ist. Beim Hambacher Festzug? Ganz genau. Kannst du davon was vorführen? Also hast du einen Act, den du sozusagen jetzt zu diesem Kostüm passend machen kannst? Aber da brauche ich deine Hilfe leider. Ja, also ich helfe sehr gerne. Das ist super. Ja. Sehr zeittypisch für die Zeit für Herren ist die Schirmmütze. Ja, mag ich sehr gerne, gerade wenn es regnet. Die passt mir auch wie angegossen, so von der Ich dachte es mir auch. Ich habe extra das Produktionsteam nach deinem Kopfumfang gefragt. Ja. Was auch Und die wussten es auch, ne, vom Produktionsteam. Ja, die haben einfach... Die kennen mich einfach sehr gut. Es ist nichts restauriert an dem Auto. Der ist, wie er ist. Ja. Mensch, Markus! Was denn? Die haben dir den Motor geklaut! Der ist hinten, wo er hingehört. Ja, es war ein Versuch, im SWR-Fernsehen langsam humoristisch Fuß zu fassen. Und auch dieser ist natürlich gescheitert. Und hat er Servolenkung? Nein. Hat er ein Airbag? Für was? Wo ist denn hier der USB-Anschluss? Dafür gibt's ein Radio. Ah! Aber nicht das Radio, das da hinten, der Motor. Der hat nicht so viele Extras, so wenig wie möglich, aber schön. Jetzt ist historisch mega korrekt. Total, oder? Total. Also absolut mega korrekt. Aus der Zeit gefallen. Ich habe eine Mütze auf, ich habe eine Schärpe, ein Sneakers, ein Unglaublich. Auto. Unglaublich, das ist cool. Super. Du bist jetzt der H7-Pfeifer. Ist auch noch ein sehr wohlklingender Name, zu allem Übel. Könnten Sie mir mein Lieblingszitat noch mal mit diesem flammenden Eifer vortragen, Aber wie gestern. Aber selbstverständlich, junge Frau. Darf ich um den werten Namen fragen? Abresch, Abresch. Ich bin die Frau von dem Fahnenträger. Wenn ich Ihnen das vorlese, ja, darf ich Sie später auf eine kleine Runde Abreschi einladen? Sie sind ja ein ganz schlimmer Finger. Es wird kommen, der Tag,
wo der Deutsche vom Alpengebirg und der Nordsee, vom Rhein, der Donau und der Elbe den Bruder im Bruder umarmt, wo die Schlagbäume, wo alle Hoheitszeichen der Trennung und Hemmung und Bedrückung verschwinden. Es wird der Tag, wo das deutsche Weib nicht mehr die dienstpflichtige Magd des herrschenden Mannes, sondern die freie Genossin des freien Bürgers ist. Hurra! Bravo! Wenn ich den in die Garage stelle, wird ihn ja keiner sehen. Ach, der steht im Museum? Es ist im Endeffekt die schönste Garage, die man haben kann. Er steht nicht alleine, er ist nicht einsam. Und bei besonderen Anlässen, so wie heute, schönes Wetter, hole ich ihn raus. Und den Wagen auch. In Baden-Baden ist auch regelmäßig Oldtimer-Treffen. War ich noch nicht, aber... Und manche bringen sogar ihre Autos mit. Wäre eine Reise wert. Mhm. Schlüssel steckt, oder? Das war der größte Fehler deines Lebens, Markus. Ja. Da, guck mal. Wo. Ich fühle mich tatsächlich in historischen Klamotten nicht unwohl. Also eigentlich ist das, finde ich, oft angezogener als viele moderne Sachen, die man so auf der Straße laufen sieht. Läufst du auch so im Privatleben rum? Ja, mitunter schon. Bleib bitte schrullig und bringe uns Geschichte näher auf diese lebsame Art und Weise. Das ist sehr schön. Dankeschön, das habe ich auf jeden Fall vor. Wie würde man sich denn jetzt verabschieden, Gentleman-like? Du kannst ja so eine steife Verbeugung aus der Hüfte machen. Genau, und ich mache so ein bisschen in die Röcke fallen. Mhm. Ja, das kam authentisch. Ja, sieht doch gut aus. Au! Ade, mach's gut. Du auch. Und ruf mich an, sobald das Telefon erfunden ist. Ja, bis dahin schicke ich Brieftäubchen. Cool. Ja? Nee, ich mach grad ein Taubengeräusch. Ja, okay. Tschüss. Vielen Dank an Angela Pfenniger und Markus Müller in unserer Drive-In-Talkshow. Es gibt übrigens weitere Teile, die können Sie alle auf unserem YouTube-Kanal sehen. Unter anderem auch meinen spontanen Drive-In-Talk mit Serdar Somuncu. Abonnieren Sie diesen Kanal. Echt jetzt, abonnieren Sie diesen Kanal. Wir sind leider bis zum Jahresende immer noch gezwungen, ohne Studiopublikum zu produzieren. Konzi, wie sehr vermisst du unser Studiopublikum? Gar nicht. Doch, sehr. Was? Natürlich, wir vermissen unsere... Ja, doch, wir vermissen süß. Alle. Wir vermissen sogar die, die gar nicht lachen. Wir vermissen die, die währenddessen noch mal kurz checken, ob sie bei Insta irgendwie ein Status-Upgrade das bekommen. Das bin ich. Ja, das bist du während der Sendung. Wir vermissen die, die sich Chips mitbringen, nur um, die nur hierher gekommen sind, um zu essen. Die vermissen wir alle, aber es geht leider nicht. Aber eine Lösung haben wir gefunden. Wir haben das Ein-Personen-Publikum bei uns hier eingeführt. Und ich freue mich sehr, dass wir auch heute wieder ein Ein-Personen-Publikum haben. Bei uns zu Gast ist heute Tim Rothe aus Osnabrück. Diese Show ist für dich, Tim. Tim ist, das möchte ich ganz kurz noch mal sagen, Paketzusteller, stimmt das? Richtig. Das heißt, du bist, also sozusagen jeder von uns kennt das, weil man ja alles bestellt. Wie war dein Leben während Corona? Sag uns das noch schnell. Es gab mehr zu tun, aber wir haben die Zeit dadurch auch wieder ein bisschen gut machen können, weil wir keine Unterschriften mehr eingenommen haben. Stimmt, ihr dürftet jetzt unten abstellen. Richtig, ja. Und dadurch hat man die Zeit wieder ein bisschen wieder rausgeholt. Das war eigentlich... Pari, pari. Pari, pari. Vielen Dank, dass du für uns Pakete auslieferst. Und vielen Dank, dass du heute hier bist. Wenn es irgendwas gibt, was wir für dich tun können, sag Bescheid. Wenn du einen Wunsch an die Band hast, dass du ein Lied irgendwie gerne hören möchtest, sag Bescheid. Wir spielen alles. Okay. Summer of 69, einfach hier, zack, Smef macht's. Ich freue mich sehr heute auf einen fantastischen Studio-Gast. Er ist ein, ich möchte... Die Floskel, er ist ein Tausendsasser verwenden, er ist ein Multitalent, er kann eigentlich alles und er hat wahnsinnig viel Erfahrung im Showgeschäft. Und zwar alles, Fernsehen, Theater, Bühne, Stand-up und so weiter. Er gehört für meine Generation, ich darf das sagen, zu den Helden, weil er die erste richtige Musiksendung im deutschen Fernsehen, nämlich Formel 1, moderiert hat. Es gibt heute noch Gags aus der Wochenshow, wo er auch das Gesicht war, die bis heute noch leben und die zitiert werden. Und eigentlich könnte er sich auf all diesem Ruhm ausruhen, aber nein, er ist super fleißig. Er tourt derzeit wieder, soweit das Corona zulässt, und zwar mit zwei Stücken gleichzeitig. Warum tut der Mann sich das an? Das und viel weiteres werden wir ihn jetzt fragen. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Hier ist Ingolf Lück! Guten Abend! Wie schön! Ich habe hoffentlich nicht
übertrieben. Nein, vor allem du sagst, warum tut der sich das an? Ja? Und das ist aber so, wenn eine Sendung quasi für mich geschnitzt ist, wie diese heutige. Ja. Ich habe eben zum Beispiel den VW Käfer gesehen. Das, ja. Ist, also da, das ist ja für mich großartig. Ich habe früher viele VW Käfer gefahren. Ich habe, glaube ich, teilweise sogar 3 parallel gefahren, weil ich immer von den anderen immer die Ersatzteile brauchte. Ich kann heute immer noch einen VW Käfer Motor, kann ich immer noch, der hängt an 3 Schrauben hinten, den könnte ich immer noch rausnehmen und könnte den komplett restaurieren. Man kann das noch, weil man noch weiß, wo was ist. Ja, ne? Und das andere ist natürlich, dass Tim da ist, ja. Mir als Bielefelder, ein Osnabrücker. Ja, das ist wirklich. Ich habe auch schon überlegt, als du eben gesagt hast, ob er mal einen Traum hat, den wir ihm erfüllen können. Also wir könnten ihm als Osnabrücker natürlich den Traum erfüllen, mal ein Wochenende in der Großstadt zu verbringen, also in Bielefeld. Die doppelte Größe. Die doppelte Größe von uns. Ja. Hast du? Das ist ja, ich habe ja eben, also du hast 3 Käfer gleichzeitig gefahren und jetzt, es zieht sich sozusagen durch dein Leben. Jetzt spielst du wirklich 2 Stücke gleichzeitig. Also ich hoffe mal nicht gleichzeitig, aber zur gleichen Zeit sozusagen. Ja. Also ich mache mein Programm sehr erfreut, was ich ja seit 7 Monaten liegen lassen musste. Das ist sozusagen ein Comedy-Stand-Up-Programm. Ja, das ist Stand-Up-Programm, Comedy-Kabarett, also lässt sich nicht so ganz einordnen. Und dann spiele ich ein Stück, das heißt Seite 1 und das ist ein Theaterstück, ein Monolog. Und da spiele ich einen Boulevardjournalisten. Also ja. Meine Frau sagt, ich kann am besten Arschlöcher spielen. Ja? Hat das was damit zu tun? Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Auf der Bühne meint sie allerdings. Okay, gut. Also. Nee, aber es ist, das mache ich gleichzeitig. Und das ist, ich finde, das ist eine große Leistung. Das ist ja sehr viel Text, den man sich merken muss. Und es ist auch eine Haltungsfrage. Ne? Du bist in deinem Kabarettprogramm anders in der Haltung. Und es ist auch viel persönlicher, weil es von dir ist. Ja. Du schreibst das ja auch zum Teil selbst. Kommt mir da nicht irgendwie durcheinander? Hast du auch mal so Fälle, wo du dann, oder am Mittwoch spielst du sehr erfreut und am Donnerstag spielst du Seite 1? Ich passe immer auf, dass ich zum Beispiel zu so Keywords, also wenn es um Frauen geht, ja oft um Frauen, dass ich dann nicht versuche, immer die gleiche Geste zu machen. Weil wenn ich in meinem Soloprogramm Frauen sage, sage ich im anderen Frauen. Ja, okay. Und wenn ich jetzt in dem einen Programm, wo ich eigentlich Frauen sagen sollte, Frauen sage, bin ich in der Zeitschleife gefangen und komme eventuell nicht mehr raus. Total, es ist ja Muskelgedächtnis. Ja. Ne? Muskelgedächtnis. Das ist, auch das ist, als ich jetzt den Text wieder gelernt habe, nach einem halben Jahr, habe ich den so im Auto bei der Fahrt und so weiter, habe gedacht, schwierig. Und dann habe ich ihn einmal durchgestellt zu Hause und der Körper erinnert sich. Das ist echt genau. So. Ja. Der Körper erinnert sich und das ist gut. Das ist wirklich das gut. Das ist eh auch so, weißt, du bist ein wahnsinnig sportlicher Typ. Du bist gefangen im Körper eines 35-Jährigen, habe ich manchmal den Eindruck. Das ist wirklich das ist unfassbar. Du bist sehr, du machst viel Sport. Ne? Ich mache viel Sport, ja. Ich mache jeden Tag Sport und das macht mir aber auch Spaß. Ansonsten lebe ich ein extrem langweiliges Leben. Ich trinke nicht, rauche nicht, trinke nur grünen Tee. Wo wir gerade dabei sind, über dieses langweilige Leben, da möchten wir mal noch jemand anderes sprechen lassen. Nämlich, du hast in einer Sendung partizipiert, die ganz erfolgreich ist und die dir auch noch mal so einen Boost in eine ganz andere Richtung gegeben hat, weil du ein sehr ehrgeiziger Typ bist und immer was Neues lernen willst. Mhm. Hast du mal gesagt, ich lerne nicht mal richtig tanzen. Mhm. Und du warst bei Let's Dance. Ja. Und wir haben unseren lieben Kollegen Konzi losgeschickt, um eine Tanzpartnerin zu treffen, die dann auch gleich noch ihre Cousine mitgebracht hat. Ne? Ja, Ekaterina und Maria haben wir getroffen. Ah, in Köln. Ja. Ach, das ist doch schöne Grüße. Ja, das sagst du jetzt. Und Konzi wollte wissen, ja, was gibt's denn so zu erzählen, was man vielleicht nicht weiß über Ingolf Lück. Wir sind sehr gespannt. Hier ist das Stößchen. Wir sind in der Tanzschule bei Ekaterina und Maria und sie beide kennen Ingolf Lück aus einer extremen Situation, nämlich ihr habt versucht, ihm das Tanzen beizubringen. Ist das geglückt? Das hat super geklappt. Wir sind sogar Erste geworden. Wir haben ja unseren Stößchenkoffer hier dabei. Das heißt, ihr dürft jetzt mal auswählen, welches Glas passt am besten zu Ingolf Lück. Und genau das Getränk trinken wir dann. Es ist drin ein Bierglas, ein Weinglas, ein Likörglas und ich habe mal mitgenommen von zu Hause. Ich dachte, für seine Nase passt einfach der Nachfüllbecher von meinem Bügeleisen sehr gut. Weil dann kann man so trinken und dann kann man direkt seine Nase hier reinpacken. Für Menschen wie Ingolf ist das wahrscheinlich sehr praktisch. Was trinkt er denn gern? Er trinkt grünen Tee. Grüner Tee, wer hätte darauf kommen können? Ich trinke gerne grünen Tee, was trinkt er noch? Und Red Bull haben wir getrunken. Tatsächlich, das trinkt er, grüner Tee und Red Bull, das geht aber auch nicht und, so ganz. Und sauer Gummibärchen. Aber alkoholisch, was war da dabei? Bier eher, was trinkt er, das wird er wählen? Ich glaube Bier. Bier.
Weil er hat immer so geträumt, dass er endlich mal nach der Let's Dance in Urlaub fährt und Bier trinkt. Auf Mallorca und guckt Fußball. Gut, dann gibt's Bier. Es sieht einfach aus wie eine Apfelsaftschorle. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Schaum ist bei diesem Bier, aber hey, Stößchen auf den Ingolf. Glaubt ihr, er ist gut im Älterwerden? Kommt er mit dem Älterwerden klar? Ja, ich glaube, er geht nicht so für sein Alter, oder? Also im Seele ist definitiv viel jünger, als was im Pass steht. Also mit 60 so sich zu bewegen, ist wirklich Respekt. Und so sportlich zu sein, wie er dann seine Leistung gezeigt hat, Hut ab. Was ist seine beste und seine schlechteste Eigenschaft? So locker sich selbst zu nehmen. Also über sich selbst lachen können, sich selbst nie so ernst nehmen. Einfach über sich selbst lachen können. Welche Eigenschaft hättest du nicht so gerne? Sehr abergläubig. Was? Sehr abergläubig. Der hat, also bei einigen Sachen, sagen wir so, das war noch, kann man schmunzeln. Zum Beispiel, er hat Schuhe nie geputzt vor dem. Er hat die am ersten Tag angezogen und erst nach dem Finale hat er die geputzt. Übrigens, wir sind die Ersten. Wegen uns hat er WhatsApp geladen. Genau. Was? Ja, da hat er kein WhatsApp. Habt ihr sein Profilbild da? Ja. Zeig mal. Das ist das Profilbild von Ingolf Lück. Wir brauchen noch einen Trinkspruch auf Ingolf. Wir müssen noch anstoßen. Auf die Tanzmäuse, die Nase immer vorne haben. Küsschen. Wunderbar. Hey, Katharina und Maria. Ja. Toll. Vielen Dank, Konzi, dass du uns das mitgebracht hast. Und es ist tatsächlich sehr sympathische Zeitgenossen sind da. Ja, die beiden, wir waren ein Team. Die haben mich ja dahin getragen. Weil das Tolle an Ekaterina Leonova ist, sie ist also wirklich die beste Tänzerin bei Let's Dance. Und sie lässt aber ihren Partner gut aussehen. Das heißt, die macht nicht irgendwie 10, 15 Dinge, sondern sie hält sich zurück und lässt ihren Partner dadurch glänzen. Und das war ja auch toll. Ich meine, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das gewinne. Ich hätte auch nie gedacht, dass meine Frau die Ekaterina so lange am Leben lässt. Aber, aber die Geschichte war wirklich, die ist ja eine sehr attraktive Frau, beide. Ja, man ist sich sehr nah bei diesen Tänzen. Ja, man ist sich sehr nah, man ist sich sehr nah. Und aber das Lustige war, dass meine Frau und Ekaterina haben sich kennengelernt. Und dann hat Ekaterina sich vorgestellt und gesagt, guten Tag, mein Name ist Ekaterina Leonova, ich betreue ihren Mann tagsüber. dann war das Eis gebrochen. Ach so, dann ist kein Problem. Schnabeltässchen, hier ist noch eine Bettpfanne. Und sag mal wirklich, grüner Tee, Red Bull und saure Gummibärchen? Red Bull war damals in der Zeit, weil wir nicht viel schlafen konnten und weil die anderen Drogenzeiten wirklich schon lange vorbei sind. Du hast gar keinen Alkohol? Trinkst gar keinen Alkohol? Nee. Ich kann mal Alkohol trinken und so und dann trinke ich ein halbes Glas und tanze auf dem Tisch. Das ist super. Das ist aber sehr preiswert. Ja, total preiswert. Nee, also ich liebe grünen Tee. Ich trinke japanischen Tee. Hab irgendwann mal, weil ich ja so viel produziert habe und du weißt ja, das ist bei Produktion, bist du am Kaffee trinken. Immer hast du einen Kaffee. Ja. Dann habe ich mal so vor 30 Jahren umgestellt, einfach auf grünen Tee. Und die Gummibärchen haben wir einfach gegessen, weil wir die so gerne mochten. Und du kannst, wenn du Let's Dance machst, 3 Monate bis ins Finale. Du kannst essen, was du willst. Ja, klar. Du kannst fressen, du kannst eine ganze Schwarzwälder Kirschtorte, du nimmst nicht ab, nicht zu. Du nimmst im Gegenteil, du nimmst ab, du nimmst 7, 8 Kilo ab. Das ist wirklich herrlich. Dann hast du natürlich nachher wieder drauf. Was nervt dich mehr? Auf die Wochenshow angesprochen zu werden oder auf Formel 1 angesprochen zu werden? Mittlerweile gar nichts mehr. Formel 1 hat mich genervt eine Zeit lang, weil es mich immer mit meinem Alter konfrontiert hat. Aber mittlerweile nervt mich gar nichts mehr. Ich finde das sogar toll, wenn mich Leute darauf ansprechen, weil es ist ja toll zu sehen, dass Leute da, sagen wir mal, diese Zeit mitgekriegt haben und die bewusst mitgekriegt haben. So lange noch existent ist, ne? Ja, das war 1985, so, das ist ewig her. Vieles, also du hast ja, man kann sagen, 40 Jahre Showerfahrung, ne? Ohne dass man das jetzt so, das klingt so, ich will dich gar nicht damit alt machen, aber das ist schon ein Pfund. Ja, klar. Du hast von allem was mitbekommen, alle Hochs und Tiefs in dieser Branche erlebt. Viele Geschichten, die wir wahrscheinlich von dir nicht hören werden, aber die sehr interessant werden hinter den Kulissen. Was mir auffällt ist, wir haben ja immer wieder Praktikanten bei uns, das sind dann so 20-Jährige. Und wenn ich dann sage, hier Wochenshow oder so, die erinnern sich nicht mehr. Die kennen das nicht mehr. Ja. Genau, die können sich nicht mehr. Mich verletzt das zutiefst, weil viele meiner Helden dann natürlich auch so in Vergessenheit geraten. Ich versuche, das Andenken aufrechtzuerhalten. Und daraus habe ich ein Spiel entwickelt, das
ich jetzt gerne mit dir spielen würde. Okay. Wie das Spiel funktioniert, erkläre ich dir gleich. Wie es heißt, sage ich Ihnen. Es heißt Showraten. Showraten funktioniert folgendermaßen. Unsere beiden PraktikantInnen, Daniela und Olaf, werden mit Fernsehshows konfrontiert, ja, der, ich weiß nicht, 60er, 70er, 80er Jahre. Okay. Wir spielen ja beide gegeneinander. Und die beschreiben, was sie da sehen im, ja, Fernsehen. Und sobald du glaubst, zu wissen, um welche Show es sich handelt, ja, drück den Buzzer. Okay. Wenn ich glaube, ich weiß es, drücke ich auch den Buzzer. Und es geht im Grunde am Ende darum, wer hat mehr Punkte gemacht. Gut. Ne? Ja. Hansi, du bist ein bisschen unser Schiedsrichter. Ja, ja, sehr, okay, gut. Okay, dann geht's los. Daniela und Olaf beschreiben die erste Show, die sie schauen. Der Moderator ist wieder ein bisschen ein angeälterter Herr, sage ich jetzt mal. Ein bisschen gräulich, auch einen grauen Anzug. Ah, jetzt sagen Sie Gründe, warum ein Mann zu spät nach Hause kommen kann. Weil aber nur Männer kommen auch nämlich zu spät. Ja, Frauen allgemein kommen Männer immer zu spät. Das ist eine Sendung, die würde heute Kristall moderieren wahrscheinlich, so vom Niveau. Oh, jetzt dürfen Sie was einkaufen, die Frauen. Das ist jetzt, Sie haben hier ein kleines Supermarktregal aufgebaut. Warte mal, warum machen die das? Weil Frauen gerne einkaufen, nehme ich an. Stimmt. Frauen und Shopping, deswegen. Ich glaube, das würde heute noch funktionieren. Aber ich würde sagen 80er sogar, echt? Oder? Ich glaube, früher. Ich glaube, es kommt alles aus den 80ern. Ah, sehr gespannt. Viele, es gibt viele Shows. Ich hätte eine, aber da fehlt noch, das wäre eine Doppelmoderation gewesen. Ah. Aber das war jetzt nur ein Mann. Ja, ich bin gespannt, du hast gedrückt. Ach so, Doppelmoderation, haben Sie von der Doppelmoderation gesprochen? Nee, ich hätte nur, ja, eine Show, aber das wäre eine Doppelmoderation. Also ich würde sagen, Rudi Carell Show. Leider, nee, falsch. Okay, dann lösen wir auf. Es ist, weshalb kann ein Mann zu spät, nein, nach Hause, nein, es ist Dalli kommen? Dalli. Sie beginnen. Ah, dann Mist! Dalli, natürlich, Dalli. So, Arbeit, zurück. Schachspiel, Freundin. Ach, da haben sie tatsächlich alle. Richtig. Ich habe nie gesehen, dass die da, die haben immer so Aktionen gemacht. Ach. Ja, ja. Das ist der Anfang von Alles nichts oder gewesen, sozusagen. Ja, ja, ja. Stimmt. Also das, ja, das, diese Aktion habe ich nicht mehr im Kopf. Das ärgert mich ein bisschen, weil da hätte man drauf kommen können. Ja, das schade. Das ärgert mich, ja, wirklich ein bisschen jetzt ärgerlich, dass ich das, dass wir, ja, da, ja, ja, gut, ja, okay, ja, ja. Aber, ja, wir haben ja noch eine Chance. Ja. Ja. Bitte schön. Blasen sollen sie in die... In eine Gießkanne. Gießkanne. Das komplette Publikum hat eine Gießkanne. Die Gießkanne. Das, boah, ist, glaube ich, das bunteste Studio der Welt. Das ist sehr schön. Das könnte das sein, ja, okay. Ja, jetzt willst du? Nee, du hast gedrückt. Was sagst du? Wir sagen beide was, aber du zuerst, weil du zuerst gedrückt, gut, hast. Ich würde sagen, Jung von der Lippe. Geld oder Liebe? Würde ich fast auch, ja, sagen. Würde ich sagen, Geld oder Liebe, ja. Sind wir falsch? Ja, ist falsch. Nein! Ah, okay, wir, das bunteste Studio von der Welt. Eigentlich. Und der Kuckuckslied. Flitterabend! Super, Herr Bürgermeister! Aber das ist ja gemein. Zieht den Wagen durch diesen Triumphbogen. Alles klar? Das ist, ja. Die Bestform, glaube ich sogar. Ja, ja, eine SWR-Produktion. Ja, ja. SWR-Produktion mit dem wirklich großartigen Michael Schanze. Das ist unglaublich, oder? Wahnsinn. Ja. Also wirklich ein Showmaster, Wahnsinn, wenn du das heute guckst, der konnte Showmaster sein, der konnte singen, der konnte Klavier spielen, der sah fantastisch aus. Ja, die, also ist toll, brauchst du heute nicht mehr. Ich liebe Michael Schanze. Haben wir noch einen? Klar, wir haben noch. Willst du noch einen spielen? Ja, selbstverständlich. Okay, gerne. Vor allen Dingen. Wir wollen einen Punkt auch mal machen. Ja, ein Känguru. Da ist ein Tür. So viele Tiere immer in diesen Sendungen. An Känguru. Das kannst du heute nicht mehr machen. Na, das Känguru ist an der Leine. Ist das ein echtes Känguru? Eine Frau kämpft in einem Känguru-Kostüm. Gegen das Känguru. Gegen das Känguru. Ich glaube, das ist das. Das könnte unsere Show sein. Es ist wieder ein riesiges Studio auch, gell? Das ist eine riesige Bluescreen-Box. Und da stehen drei, auch wieder ein Moderator, Männer im auch wieder ein Mann, nebendran, gell? Ja, klar. Einer ist der Moderator, die anderen zwei Männer auch im Anzug. Schiedsrichter, ne? Wahrscheinlich wieder Schiedsrichter, ja. Ich würde sagen 90er. 90er? Nein. Gar keine Ahnung, was hat man denn in den 90ern? Ah, die müssen erraten, zu welchem Land welches Gericht. Ah, nein, nicht Gericht, scheiße, ah, Fanny. Ich hatte gedacht, ich hätte jetzt gedacht. Zu welchem Land welches Gericht? Ja, ich hätte jetzt gedacht, ich habe jetzt gedacht, dass es vielleicht auf Tutti Futti rausläuft, aber das ist es natürlich Frau nicht. Frau kämpft Känguru-Kostüm gegen den Känguru. Würfel, welches Land kann ich einwerfen als, bitte? Als Hilfewort? Würfel, so als Stichwort. Jetzt, das Bild habe ich im Kopf. In einem großen, dunklen Studio, ein großer Würfel, der so immer noch so pop, pop, pop. Großer Schaumstoffwürfel. Ja, 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 ja. Was war denn das? Was war denn das? einer wird gewinnen. Ja, yes, ist richtig! Ja, sensationell! Gott sei Dank, ich bin so froh! Das ist auch, das danke! Hab ich aber
90er haben die gesagt. 90er. Bin ich, egal, ja klar. Für die ist alles 90er. 30 Jahre. Das war gemein mit den 90er. Aber wir haben einen Gewinner. Gott sei Dank, die Ehre ist wieder hergestellt. Ingolf Lück ist unser Gewinner. Das war schon. Toll. Ich ziehe meinen Hut, der nicht mehr über diese Frisur passt, vor unserem Gewinner Ingolf Lück. Und ich sage vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist. Es ist ein großer Spaß, mit dir zu sprechen. Seite 1, das Theaterstück und sehr erfreut dein Kabarettprogramm. Ingolf Lück mit 2 Programmen. Suchen Sie sich eins aus. Beides ist sehr, sehr gut und empfehlenswert. Jetzt kommen wir zu, das ist sozusagen unser Abschluss heute, auch für dich als dein Gewinn, sozusagen dein Hauptgewinn, ist eine tolle musikalische finale Nummer in unserer Show. Eine junge Frau aus der Schweiz, die als 4-Oktaven-Stimmwunder bezeichnet wird. Ist schon im Schweizer und im albanischen Fernsehen aufgetreten und rundet ihre Karriere sozusagen jetzt mit einem Auftritt in unserer Show ab. Und das Tolle ist, das ist Musik, die normalerweise sehr produziert ist, sehr hochwertig produziert ist und so ein bisschen zur Tanzmusik ist. Und wir hören heute eine sehr eigene, eine ganz spezielle Musikversion davon mit unserer Showband SMAV zusammen. Da freue ich mich sehr drauf und ich bin mir sicher, Sie auch. Hier ist sie mit Easy zusammen mit SMAV, die großartige Elira. Toll, dass du da warst. Vielen Dank an die großartige Elira. Vielen Dank an Ingolf Lück, meine Damen und Herren. Derzeit auf Tour gehen Sie hin. Nächste Woche wird es auch wieder schön. Dr. Marc Benecke wird in der Show sein. Matthias Matschke wird in der Show sein. Und Bosse wird Musik für uns machen. Schalten Sie ein. Jetzt geht's weiter mit Valodis. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Dankeschön.